Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen im heutigen Milka-Mittwoch-Video. Ich melde mich heute aus dieser traumhaften, verschneiten Winterkulisse hier bei ungefähr minus 10 Grad. Ich glaube, ihr könnt auch meinen Atem sehen. Also es ist heute wirklich sehr kalt, aber ein unfassbar schöner, sonniger Wintertag, den ich dafür nutze, um euch eine Winterroutine von uns zu zeigen bzw. meine Tipps zu geben, worauf ich bei Milka und Toffi im Winter so achte. Apropos Milka und Toffi, die beiden sitzen im Auto aktuell noch und warten auf ihren Einsatz gleich. Allerdings habe ich sie jetzt für das Intro mal lieber im Auto gelassen, weil ich natürlich nicht möchte, dass sie jetzt in dieser Kälte im Schnee sitzen und ja, sich verkühlen. Starten wir direkt mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Punkt Nummer 1 ist direkt ein sehr wichtiger Punkt, und zwar geht es hier um die richtige Pfotenpflege. Es ist ja so, dass im Winter sehr viel gestreut wird, sei es Salz oder sei es Split. Und da ist es halt sehr wichtig, dass man die Pfoten des Hundes zum einen regelmäßig kontrolliert und natürlich auch dementsprechend richtig pflegt. Je nach Hunderasse haben Hunde unterschiedlich lang Fell zwischen den Füßen. Toffi beispielsweise hat so gut wie gar kein langes Fell zwischen den Pfotenballen. Milka hingegen hat mit den Jahren wirklich immer längeres Fell bekommen, das jetzt auch schon so langsam die Schwelle ist, wo ich mir überlege, dieses Fell eventuell etwas zu kürzen, mit der Schere ganz vorsichtig, damit sich dort keine Schneeklumpen zwischen den Ballen bilden. Bisher ist das noch nicht der Fall, aber wie schon gesagt, es ist jetzt so an der Grenze, dass man überlegen könnte, das eventuell nicht doch ein bisschen zu kürzen. Wenn ihr viel auf Wegen unterwegs seid, wo, wie gerade schon gesagt, viel mit Salz gestreut wird, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, schon vor dem Spaziergang die Hundepfötchen mit einer speziellen Pfotencreme oder mit Kokosöl, je nachdem, da gibt es verschiedene Methoden, zu pflegen und schön, ja, geschmeidig zu halten. Bei uns hier ist das nicht unbedingt nötig, weil wir das Glück haben, in ja, traumhaften Wäldern und Feldern spazieren zu gehen, wo nicht allzu viel gestreut wird. Deshalb ist es so, dass ich meistens einfach nur nach dem Spaziergang die Pfoten kontrolliere, was auch sehr wichtig ist, und sie in einem Wasserbad eventuell kurz mit lauwarmem Wasser abwasche und danach eincreme. Eine weitere Möglichkeit ist es, dem Hund Schuhe anzuziehen. Hier ist es allerdings wichtig, dass die Schuhe wirklich gut passen, weil es sonst eher kontraproduktiv ist, für den Hund in Schuhen zu laufen. Machen wir weiter mit Punkt Nummer 2, mit dem ich mich jetzt eigentlich dieses Jahr so richtig auseinandergesetzt habe. Und zwar ist das das Thema Hundekleidung, genau genommen ein Hundemantel. Alle die uns schon länger verfolgen und auch auf Instagram verfolgen, ihr habt ja sicher mitbekommen, dass ich für Toffi so einen Pullover gekauft habe, so einen Wollpullover, eigentlich nur, weil ich süß fand. Da war noch gar nicht so der Hintergrund, dass sie den wirklich braucht. Aus diesem Grund, weil es dann sehr kalt geworden ist und sehr viel geschneit hat, wie ihr sehen könnt, und Toffi ja einen sehr nackten Welpenbauch hat, habe ich ihr nochmal einen funktionalen Mantel gekauft, wo wir auch gleich zum Thema kommen. Manche Hunde haben ein nicht so dickes Unterfell, Labradore in der Regel schon, aber Toffi ist ja jetzt ein Welpe und gerade ihr Bäuchlein ist komplett nackt. Und aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, ihr einen Mantel zu kaufen. Bei bestimmten Rassen, die kaltes Wetter nicht wirklich gerne mögen oder halt einfach das fehlende Fell haben, macht so ein Mantel auch auf jeden Fall Sinn. Genau das gleiche gilt für ältere Hunde oder kranke Tiere. Bei Milka, die ist ja jetzt 6 Jahre, beziehungsweise wird im Mai schon 7 Jahre, da finde ich es ehrlich gesagt, jetzt hatten wir minus 20 Grad teilweise, ein bisschen grenzwertig, dass ich überlege, ihr nicht eventuell doch auch nochmal einen Mantel zu kaufen, obwohl das bisher wirklich überhaupt nicht notwendig war, weil natürlich der Hund von Natur aus, beziehungsweise die Hunde, die ein Unterfell haben, natürlich dann auch ein richtiges Unterfell im Winter bilden und halt normalerweise keinen Mantel brauchen. Also ein Labrador in der Regel bei normalen Minusgraden, würde ich jetzt mal behaupten, braucht keinen Wintermantel. Aber wenn es jetzt extremer wird, wie jetzt hier, wo es wirklich schon wochenlang Minusgrade hat, also die gerade weit unter Minus fallen, bei minus 10, minus 20 Grad waren wir jetzt teilweise schon, da ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich mal nach einem passenden Mantel umzuschauen. Passenden Mantel, hier sollte man darauf achten, dass man schaut, dass der Mantel in erster Linie funktional ist und hier eine höhere Priorität setzt als auf die Optik. Also ich würde schauen, in erster Linie, dass der Mantel funktional ist, dass er gut ist, dass er wasserabweisend ist und eventuell mit Vlies innen gefüttert ist.
als dass er jetzt einfach nur total süß und super schick aussieht. Ähnlich zum Beispiel wie dieser Wollpulli, den ich Toffi gekauft habe. Der sieht zwar ganz süß aus, aber wenn die einmal damit in den Schnee geht, die Wolle zieht den Schnee halt wirklich magisch an, dann ist das, da kann man das vergessen, da ist sie noch besser eigentlich ohne Mantel dran. Ja, so viel zu dem Thema. Punkt Nummer 3 ist es, die Runden zu verkürzen. Einerseits ist es natürlich total schön, bei so einem Wetter wie heute einen langen Winterspaziergang zu machen. Allerdings habe ich sowohl bei Toffi, die darf ja eh noch nicht so weit gehen, als auch bei Milka gemerkt, dass bei dem Wetter jetzt, also wenn es wirklich minus 10 Grad und abwärts hat, es nicht wirklich gut ist, so lange mit ihr zu gehen. Und aus diesem Grund kürze ich die Runden wirklich ab. Ich mache viel beispielsweise Dummy-Arbeit mit den beiden, beschäftige sie geistig, als dass ich jetzt riesengroße Runden mit den beiden spaziere. Punkt Nummer 4 ist es, dass man darauf achten sollte, dass der Hund nach Möglichkeit keinen Schnee frisst. Hierzu gehört auch, logischerweise, dass man dem Hund keine Schneebälle zuwirft. Klar, das ist natürlich vielleicht verlockend und sieht auch lustig aus, wenn der Hund den Schneeball dann fängt, aber er schluckt den Schnee und hier besteht die Gefahr, dass der Schnee die Schleimhäute reizt, es eventuell Magen-Darm-Verstimmung geben kann, Durchfall, sowohl als auch eine Mandelentzündung. Das hatten wir zum Glück noch nicht, aber ich achte auch wirklich darauf, dass die beiden keinen Schnee fressen, was sie auch normalerweise nicht tun. Punkt Nummer 5. Ist der Punkt, der alle Labradore freuen wird oder alle verfressenen Hunde freuen wird. Und zwar ist es, dass man das Futter anpasst, je nach Temperatur. Bei uns Menschen ist es ja auch so, wenn es kälter ist, dann verbraucht der Körper mehr Energie, um ja quasi alle lebenswichtigen Funktionen aufrechtzuerhalten. Genauso ist es bei den Hunden natürlich auch. Es ist also wesentlich anstrengender, jetzt bei diesen Minusgraden für einen Hund spazieren zu gehen. Und dementsprechend braucht er mehr Energie. Heißt, ihr könnt eurem Hund, wenn ihr viel draußen in der Kälte unterwegs seid, ruhig ein bisschen mehr Futter geben und das Futter somit anpassen. Punkt Nummer 6, weshalb auch Milka und Toffi gerade im Auto warten, ist es, dass man wirklich darauf achtet, dass die Hunde nicht auskühlen. Heißt, dass wenn ihr eine Runde draußen spazieren geht, dass ihr schaut, dass ihr wirklich in Bewegung bleibt und wenn ihr mal stehen bleibt, dass der Hund nach Möglichkeit nicht im Schnee sitzt und da ja verkühlt, sondern eventuell auf einer Bank oder auf irgendetwas, wo es halt einfach nicht kühl ist. Aber grundsätzlich würde ich darauf achten, dass man nach Möglichkeit die Runde geht und danach schaut, dass man den Hund entweder direkt kuschelig ins Auto setzt oder halt natürlich zu Hause in der Wohnung ist, ihn abtrocknet und dann schaut, dass er sich im Körbchen gemütlich warm einkuscheln kann. Ich habe bei dem Wetter meistens immer noch 1 bis 2 Decken im Auto, die ich dann wirklich in die Box um Milka und Toffi oder über sie drüber lege, damit sie sich da einkuscheln können, was sie auch direkt machen. Und dann geht es direkt nach Hause wieder ins Warme. Ich hoffe zum einen, dass euch das Video gefallen hat, dass euch das Video weitergeholfen hat. Und last but not least, dass ihr auch ein bisschen Schnee habt bei euch, wo ihr wohnt. Und ja, den ein oder anderen Schneespaziergang machen könnt und das schöne winterliche Wetter genießen könnt. Ich gehe jetzt zum Auto, hole Milka und Toffi und wir drehen hier eine kleine Runde durch die traumhafte Landschaft. Wie immer könnt ihr gerne auf meinem Instagram-Feed vorbeischauen oder hier auf YouTube ein Abo dalassen. Da freuen wir uns sehr. Und dann sehen wir uns im nächsten Video auch schon wieder. Ciao, ciao.